Guten Tag. Erstmal wollte ich etwas sagen zu dieser Maske. Ich habe schon von dieser Maske erzählt. Das ist eine FFP2-Maske, die sicherer sein soll als alle anderen. Wir müssen sowieso medizinische Masken tragen, das wissen wir. Aber die ist wunderschön und ich finde die Farbe toll und die passt ja sehr gut zu dem Haarnadel da oben und passt perfekt zu meinen Stulpen und zum Outfit. Und ich finde, diese Maske ist super. Also, ich habe noch andere Masken gestern bekommen. Das sind Masken in Grün sogar und Violett und so weiter. Und in Blau, das habe ich schon alles erzählt. Aber diese anderen Masken in Grün werde ich noch zeigen. Aber die ist wunderschön. Wir müssen uns ja versöhnen mit den Masken und sagen, ich werde diese Maske für immer tragen. Denn das bleibt mit den Masken für immer. Wir haben keine andere Auswahl und ich meine, wir haben jetzt die Impfung. Im Moment klappt es nicht, aber es gibt schon Untersuchungen. Selbst wenn die Impfung da ist und die Menschen, die mit Vorerkrankungen die Impfung bekommen haben, die sterben nicht. Also diese Untersuchungen und diese Fakten gibt es schon. Ich habe mit Virologen Talkshows gesehen, die das bestätigt haben. Wenn wir diese Impfung haben, dann vielleicht sterben wir daran nicht. Wir werden ja ein paar Tage krank, aber zur Sterblichkeit kommt nicht. Es bleibt mit diesen Masken genau wie mit AIDS. Mit AIDS müssen wir auch leben, leben wir auch. Wir wissen, da gibt es ja ein Medikament dafür. Und wenn wir AIDS kriegen, sterben wir nicht. Wir kriegen Medikament und damit können wir sehr gut leben. Deswegen müssen wir uns überlegen, nehme ich Kondom oder nehme ich nicht Kondom. Wenn du kein Kondom nimmst und dich infizierst, dann bekommen wir Medikament. Für Corona gibt es im Moment kein Medikament, deswegen müssen wir damit leben. Aber mit dieser Maske auf jeden Fall müssen wir leben, Abstand halten und Lockdown hin und her. Es wird noch andere Lockdowns geben. Das hilft uns alles nicht. Wir müssen uns selbst schützen und gucken, dass wir Abstand halten, dass wir aufpassen und vor allem diese Maske tragen. Und was Wassermann betrifft, ich wollte noch sagen, du brauchst den Wassermann nicht zu fragen, wann kommst du nach Hause. Du brauchst nicht zu fragen, an welchem Tag du nach Hause kommst. Überhaupt nicht. Du kriegst keine Antworten, weil Wassermann lebt in einer Freiheit und in einer ganz anderen Welt als du. Er hat keine Verbindung zu den Gefühlen, keine Verbindung zu Liebe. Er lebt natürlich und er leidet. Nur wissen wir nicht, wie er leidet, weil er darüber nicht spricht. Und er will darüber nicht sprechen. Und er sagt, du bist zu schwer, zu anstrengend, du bist zu emotionell, darüber möchte ich mit dir nicht reden. Und er versteht nicht, warum du Szene machst, warum du überhaupt ihn fragst, warum hast du andere Liebhaberinnen. Das versteht er nicht. Und er versteht das nicht, warum du das überhaupt mit ihm machst, weil er darüber nicht reden will und keine Verbindung dazu hat. Deswegen musst du wissen, wenn du so ein bisschen emotional leben willst, mit jemandem und Szenen machen willst und Dramen, dann musst du mit Skorpion leben, aber mit Wassermann nicht. Schöne Gespräche, wunderschön, aber keine Szenen, keine Dramen. Also das, was Richard Wagner da auf der Bühne veranstaltet hat, bitte nicht mit Wassermann. Die wollen davon nicht wissen und die wollen mit solchen Menschen nicht zusammenleben. Es ist denn alles peinlich, unangenehm, sie fühlen sich befangen, sie fühlen sich schrecklich, wenn du damit anfängst. Also, alles ist sehr einfach, wenn du einen guten Freund willst, bitteschön, mit Wassermann kannst du für immer leben. So, neben ihm, aber nicht zusammen, nicht in einer wunderschönen Symbiose wie mit anderen Sternzeichen. Aber meine Zeit ist für heute leider um. Ich muss jetzt aufhören, weil ich habe schon zu lange geredet. Aber über Wassermann werde ich noch etwas erzählen.